Hallo ihr Lieben. Ja, was soll ich sagen? Jetzt, ich drehe das Video zum zweiten Mal. Ich habe schon euch ein paar nette Worte erzählt, habe einen Test gemacht. Und wenn ich dann mit dem Video fertig bin, dann schaue ich mir das immer gleich nochmal an, ob das alles funktioniert hat. Und habe dann festgestellt, nach so ein paar Minuten, dass ich statt auf Video an meinem iPhone auf Slow-Mo gedrückt habe. Ja, und auf einmal wurde alles langsam und ich habe nur gedacht, schöne Scheiße. Das Problem ist, ich kann das nicht noch ein zweites Mal machen, weil ich von diesen Produkten, diese Testobjekte, nur noch eins hatte. Das heißt, mein Test mit der Glamour-Liebe auf verschiedenen Materialien kann ich euch nicht mehr zeigen. Ja, weil ich es versaut habe. Also, das Video oder einfach mit dem. Naja, was soll ich dazu sagen? Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es wird das letzte Video in diesem Jahr. 2023. Ich werde bis Ende des Jahres so ein bisschen in den kreativen Urlaub gehen. Ich muss noch bis Mittwoch arbeiten und dann habe ich ein paar Tage frei, bis es am 2. Januar wieder voll losgeht. Die letzten Wochen waren heftig. Bei uns ist Corona durch die Praxis gewandert. Die Einzige, die es noch nicht hatte, bin ich. Musste zeitweilig auch alleine arbeiten mit der Corona-kranken Chefin. Ja, war schwierig. Deswegen ist vieles liegen geblieben. Auch viele Bastelsachen von diesen schönen Produkten, die ich gekauft habe, wo ich mich dann doch entschlossen hatte, für Weihnachten was zu machen. Ne? Ich als Grinch. Ja, Zeit hat einfach nicht ausgereicht. Was heißt, die Zeit hat die Zeit vielleicht schon, aber die Kraft dann irgendwann nicht mehr. Da wurden dann noch eingekauft und Essen gekocht und manchmal selbst das nur im Backofen oder in der Heißluftfritteuse, weil mir einfach nicht mehr ging. Nicht nur bei mir, bei meinem Mann sieht das eh nicht aus in der Firma. Ja, und jetzt habe ich gedacht, ich zeige euch noch mal, was man mit der Glamour-Liebe alles machen kann. Ich zeige euch die Ergebnisse. Wir quatschen ein bisschen, ich zeige euch die Ergebnisse. Und das wird jetzt so ein kleines Jahresabschlussvideo. Ich möchte erstmal allen danken, die in diesem Jahr meinen Kanal abonniert haben, die immer so liebe und nette Kommentare da lassen. Ihr seid echt klasse und so herzensgut. Das ist immer so, das ist immer mein kleines Highlight am Ende der Woche. Es braucht aber auch viel Zeit, diese Videos zu drehen, muss man dazu sagen. Man muss erstmal eine Idee haben, was mache ich überhaupt und es soll euch ja auch gefallen. Es war nicht immer einfach dieses Jahr. Aber letztendlich habe ich es dank euch auf über 1000 Abonnenten geschafft und das ist mega. Also das ist mehr als erwartet. In meinem ersten Jahr bei YouTube. Und es soll natürlich im nächsten Jahr weitergehen. Also ich will versuchen, auf jeden Fall einmal die Woche ein Video hochzuladen am Wochenende. Ich werde arbeitstechnisch ein bisschen Stunden reduzieren. Das heißt, ich habe einen freien Nachmittag mehr, dass man auch mal andere Sachen erledigen kann, außerhalb von Arbeiten und Basteln. Ja. Ja. So ist das halt. Aber jetzt brauche ich mal ein bisschen Zeit, mein Bastelzimmer ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ich werde nochmal zu IKEA müssen. Mein Mann sagt, du hast keinen Platz. Das liegt einfach nur daran, dass du zu viel kaufst. Nee. Ja, also ist halt so, ne? Und dann kam halt noch die Glamour-Liebe dazu und dann brauchte ich noch ein bisschen mehr Platz. Und ich zeige euch das hier schon die ganze Zeit.
Also, im ersten Video, wo es voll schief gelaufen ist, ich habe mir verschiedene Materialien ausgesucht, wo man die Glamour-Liebe vermeintlich erstmal drauf machen kann. Nämlich diese vier. Auf Papier geht es ja, das ist klar. Resin, Holz, Plastik, Glas. Auf Glas funktioniert es nicht. Es bleibt nicht auf dem Glas haften. Die Fläche ist einfach zu glatt. Es bleibt da nicht drauf kleben. Ich habe es extra vorher entfettet nochmal, aber keine Chance. Zwei Versuche sind fehlgelaufen. Ist nicht so schlimm. Dann auf Plastik geht es. Ist aber so ein bisschen unterbrochen. An einer Stelle hat es nicht gehalten. Es ist nicht ganz so sauber. Also, ja, kann man versuchen. Es geht, aber es ist nicht so schön. Nicht so hundertprozentig schön. Dann habe ich mir hier, ne, ich bin ja Kunde vom Klötzchenmann, ne? Kundin, ab und zu kaufe ich da mal diese einfachen Klötzchen und hau mir da mal so ein bisschen was von zusammen. Und ja, auf Holz hält es. Und ich finde, es sieht eigentlich auch ganz gut aus. Es ist natürlich nicht glatt, weil das Holz ja auch nicht glatt ist in der Oberfläche. Ne? Es hat ja nun Struktur. Aber es hält. Könnt ihr das sehen? Da, so, ne? Also es geht auf jeden Fall. Und wo es richtig gut drauf hält, außer auf Papier, ist auf Gießteilen. Also Bombe. Schaut. Schön, oder? Also. Und nicht nur für. Alleine dafür lohnt es sich. Also, wenn ihr viel mit Gießteilen arbeitet, jemanden habt. Also, ich gieße nicht selber. Ne? Ich habe jemanden im Freundeskreis, der das macht. Da hole ich mir ab und zu mal was. Und das Haus hatte ich noch in meinem Bestand. Das liegt schon ewig Zeiten hier rum. Und da habe ich dann eben diese Blume drauf gemacht. Das ist aus dem neuen Set, was ich im letzten Video gezeigt hatte, was ich mir im Shop gekauft habe. Direkt vor Ort war es aber erst noch in den Shop wandert. Ne? Was man aber da direkt vor Ort schon kaufen konnte. Deswegen, ich weiß es auch immer noch nicht, wann das kommt. Lasst euch überraschen. Aber dafür, ich finde es wunderschön. Noch ein kleiner Spruch oder ein bisschen Garn drum und naja, ihr wisst ja selber, wie man die verarbeitet, ne? Oder auf Holz noch zusätzlich, das ist ja sowieso schön. Wenn da Holzklötze runter macht, sieht das immer edel aus, finde ich, Holz und Resin in Kombination. Und jetzt noch mit der Glamour-Liebe ist das mein absolutes Highlight. Das kann man sich jetzt hier noch schön ausdekorieren hier. Ich sehe gerade, ich habe noch Pailletten, die dazu passen. Die gucken mich gerade hier so von der Seite an. Sonst könnten wir ja zusammen das nochmal ausdekorieren. Wenn das andere Gebastelte schon nicht geklappt hat. Ich habe auch noch was, was ich euch zeigen kann. Eine Menge Werkzeug, aber mit Sägen ist das hier nicht so. Ich finde das ein bisschen schade, weil ich diese Klötze nicht klein gesägt kriege, nicht ordentlich. Da muss ich auch noch mal schauen, was ich mir da mal zulege. Aber was man stattdessen nehmen kann, von der Holzfarbe ein bisschen anders, aber bei Action, ihr kennt das, ne? Dieses Spiel Jenga heißt das Original. Wenn man diesen Turm baut und dann die Klötzchen rauszieht. Und das sind bei Action. Da kostet, glaube ich, nicht mal 2 Euro. Diese kleinen Holzklötzchen drin, die man, finde ich, super zum Basteln nehmen kann. Ist ein bisschen zweckentfremdet. Aber wenn ich jetzt hier zwei zusammenklebe. So. Dann wird doch das Haus da genau drauf passen. Wir machen das jetzt einfach mal. Jetzt wird nicht mit Papier gebastelt, jetzt wird mal mit Holz und Resin.
gewerkelt. Ach so, wenn ich Holz zusammenklebe, ich muss mal schütteln. Ich nehme Ponal Express. Gibt es im Baumarkt. Ich glaube sogar im Supermarkt teilweise. So bei den größeren Märkten. Klebt das mal eben zusammen. Dann kann das mal trocknen. Das geht relativ fix. Jetzt mal die Seite. So. Und die Pailletten passen farblich genau zu der Blume. Jetzt muss ich mal gucken, ob das funktioniert, was ich mir denke. Mal schauen. Ein passendes Garn zu hab. Orchidee passt farblich perfekt dazu. Abschnippeln. Oh, mein Bauch knurrt. Ich hoffe, man hört das nicht. Wir haben schon gegessen. Aber jetzt rutscht das. Ist ein bisschen frickelig, ne? Aber das geht, dass man die da drauf fädelt. Einfach mal spontan was Neues ausprobieren. Also, ich werde mir natürlich in der Zeit, in der ich so ein bisschen Pause mache mit YouTube bis Jahresende, auch mal überlegen, was wir oder was ich Neues oder allgemein starten kann in den Videos. Ich glaube, es waren auch noch mal gewünscht, Schachteln zu basteln. Ich weiß nicht, ob es speziell da um Explosionsboxen oder so geht. Ich meine, da kann ich das Rad auch nicht unbedingt neu erfinden. Aber wenn da jemand noch irgendwie einen Wunsch hat, wo er gerne eine Anleitung für hätte, dann schreibt mir das gerne. Ich nehme das mit auf und gucke immer, dass das auch dann optimal zu dem passt, was gerade so anliegt. Ich versuche natürlich auch viele Sachen zu basteln, die ich hinterher auch, ja, wo ich Verwendung für habe, ne? Also ich habe hier schon eine, ja, wenn ich es zusammenpacke, über eine große Sammlerbox hier von IKEA, voll mit fertig gebastelten Sachen, auch noch aus den letzten 2 Jahren, sage ich mal. Und irgendwann hält der Kleber ja auch nicht mehr und dann landen sie im Müll. Deswegen muss ich immer so ein bisschen vorausschauen, planen. Und dann hängt es ja auch immer noch ein bisschen ab, was für Produkte in den Shop kommen, ne? Das hört ja nicht auf. Ja. Wie viel habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Das reicht vielleicht sogar. Schon in der Mitte ziehen. Italien können wir die gleich. Bitte nicht abhauen. Ich versuche gerade einen Knoten zu machen. Drüber. Schleife. Die so ein bisschen verteilen. Hängen da zwei zusammen. Ja.
das hier nicht. So. Dann kann man ein bisschen kürzer machen. Und das hält schon. Und jetzt die Reißklebepistole. Ich hoffe, der Akku reicht. Mal mit dich drauf. So. Und so rein theoretisch habt ihr jetzt ein fertiges Geschenk. Manchmal mache ich da ganz gerne noch irgendwie Filz drunter, dass man das, wenn man sich das auf die Möbel stellt, dass es nicht so zerkratzt. Schaut mal. Oder? Mit den Pailletten mal was anderes. Und farblich passt es perfekt zusammen. Ihr Lieben, tja, leider, wie gesagt, ne, musste ich es jetzt zweimal machen, dass ihr jetzt nicht genau sehen könnt, wie es entstanden ist. Tut mir echt leid, aber noch ein zweites Mal war es jetzt nicht möglich, weil ich nur noch dieses eine nackige Haus hatte. Und ja. Es ändert ja nichts. Ihr seht das Ergebnis. Ich habe es auch für euch eben einmal durchgeführt und ich glaube, ihr könnt damit jetzt ganz gut arbeiten. Und für die, die sich unsicher waren, ob die Glamour-Liebe was ist, kann man eigentlich nichts mit verkehrt machen, ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch wunder, wunder, wunderschöne Weihnachtsfeiertage. Bei allem, was ihr vorhabt, ob mit Feiern mit der Familie oder einfach nur entspannt und ruhig mit dem Partner. Ich hoffe nicht alleine. Genießt die Zeit ein bisschen, dass man ein bisschen zur Ruhe kommt. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert. Und im neuen Jahr sehen wir uns frisch und munter wieder. Und bis dahin, macht es gut. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.